Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute geht es um die Spirea japonica, Spiree zu Deutsch. Und da gibt es viele verschiedene Sorten. Also da ist wirklich für jeden was dabei in verschiedener Blütenfarbe, sogar Mehrfarbe. Hier die Sorte Spirea chirubana, also eigentlich wie Erdbeereis und Sahne. Es ist eigentlich eine sehr unkomplizierte Pflanze. Man kann sie vielfach verwenden im Garten. Ich habe sie hier als kleine Hecke, so als Begleiter, ein Weg, der sich durch den Garten schlängelt. Rechts und links zwei verschiedene Sorten, die farblich so ein bisschen abgestimmt sind. Man kann sie ganz toll auch als Bodendecker verwenden. Da sollte man jedes Jahr zurückschneiden im Frühjahr. Man kann wirklich bis auf 10 cm zurückschneiden. Das mache ich hier bei meinen Wegbegleitern, also kleinen Hecken, jedes Jahr 10 cm belasse ich. Gerne so im April herum, März, April kann man schon gut schneiden. Dann sollte man gleich wieder eine kleine Düngergabe geben, rein organischen Dünger oder etwas Kompost an die Füße. Wenn es sehr, sehr trocken ist, etwas gießen. Ansonsten kann man sie wachsen lassen und braucht sie gar nicht beachten. Sie sind sehr winterhart, sehr robust. Sie können auch mal eine Trockenphase überstehen. Sie sind absolute Insektenmagneten. Auch Schmetterlinge finden sie ganz toll. Also es ist auch immer wirklich so ein Beobachtungsgarten. Wenn man hier sitzt, kommt alles mögliche Getier zu Besuch. Sie haben auch einen leichten Duft. Also es ist auch was für die Nase. Und einfach ihre Blüten sind so unglaublich fein und grazil. Also es ist wirklich wie so Blütenwolken und sie geben auch eine ganz tolle Fernwirkung ab. Dadurch, dass ihr Wurzelwerk sehr schön fein und verzweigt ist, sind sie auch ideale Pflanzen für Hanglagen. Also dass da kein Erdabtrag nach starken Regengüssen stattfinden kann. Also sie halten mit ihrem Wurzelwerk wunderbar die Erde und sind somit für Hanglagen geeignet. Die zwergigen Spireen sind laubabwerfend, geben dem Garten aber auch im Winter eine tolle Struktur. Ich habe einige der Spirea japonica Sorten schon in meinem Video Beste Bodendecker erwähnt, aber ich möchte einfach noch mal mehr Sorten vorstellen, weil es da wirklich eine Unzahl von verschiedenen Sorten gibt in Richtung Blüten und Blattfarben. Wir sind hier bei den Blüten der Spirea japonica Anthony Waterer Safo. Sie hat einen wunderschönen weinroten Ton und sie verströmen einen leicht süßlichen, bisschen herben Geruch und sind natürlich auch absolut anziehend für die Insekten, für Schmetterlinge. Sie wird ungefähr, wenn man sie jedes Jahr zurückschneidet, 60 bis 70 cm hoch. Wenn man sie nicht zurückschneidet, kann das sogar ein etwas größerer Strauch von bis zu einem Meter werden. Ein wunderschöner, von der Farbe her, ein wunderschöner Bodendecker. Das ist die Spirea japonica Little Princess, wie der Name schon sagt, kleine Prinzessin. Ideal jetzt für eine kleine Hecke als Wegbegleiter. Ungefähr so 30 cm, 40 cm, wenn man sie jedes Jahr zurückschneidet. Wenn man sie nicht schneidet, wird sie ungefähr so 70 cm hoch. Sie ist sehr hübsch grazil mit einem silbrig-rosa Ton von der Blüte, auch mit einem ganz fein süßlichen Duft. Jetzt sind wir bei der Spirea japonica chirubana. Wie ich schon erwähnt habe, hier zum Anfang die kleine Hecke als Begleitung für den Weg. Sie hat zwei Farben. Sie wächst wirklich an einer Pflanze und hat zwei verschiedene Farben mit Weiß und Rosa in Kombination. Sehr hübsch. Sie wird in der Höhe ungefähr 50 cm rum, wenn man sie im Frühjahr zurückschneidet. Wenn man sie nicht schneidet, wird sie auch ungefähr 80 cm herum. Also man kann sie auch als Strauch im Garten halten, ansonsten als Bodendecker, Wegbegleiter oder auch sehr gut für die Hanglage. Hier sehen wir jetzt die Spirea japonica Magical Carpet. Das ist wirklich was ganz Besonderes, da sie gelbblättrig austreibt und dann der kleine Neuaustrieb orange ist, später dann etwas roter und dann vollendet die Pflanze mit einer rosa-bordeauxfarbenen Blüte halt den Sommer.
Sie blüht auch ungefähr bis August herum, ist von der Höhe so 40 bis 50 Zentimeter. Sie kann auch wunderbar als Hanglage gepflanzt werden, als Idee sonst auch mal. Man kann all diese Spiräen sogar als Kugel schneiden, also alternativ, wenn jetzt eine Buxuskugel mal kaputt gegangen ist durch den Pilz oder Zünsler, kann man sogar von den Spiräen auch Kugeln schneiden, die dann natürlich blühen, auch was ganz Besonderes. Die Spiräa Golden Princess, wie der Name schon sagt, golden, die punktet natürlich mit ihrem echt fast neongelben Laub. Sie treibt auch wirklich so quietschegelb aus und dann Richtung Sommer entwickelt sie ja zuerst ein bisschen Bordeauxfarben, später eine rosane Blüte. Auch diese wird ähnlich wie die Little Princess nicht ganz so hoch, ungefähr 30, maximal 40 Zentimeter. Und ist auch nicht nur wegen ihrer Blüte, sondern auch wegen ihrem Laupen echter Hingucker. Man kann sogar verschiedene halbschattige Stellen mit ihrer sehr intensiven Blattfarbe aufhellen und das gibt wirklich einen ganz besonderen Effekt. Man kann sie sehr gut als Einzelstellung ins Beet pflanzen, sehr schön auch mit blaufarbigen Stauden, zum Beispiel Glockenblumen, aber auch als Flächenbepflanzung ist sie ein ganz toller Bodendecker und sie hält den Boden fest bei Hangbepflanzung, aber auch wirklich in Kombination mit vielen verschiedenen anderen Stauden ist sie ein ganz toller Partner. Ich habe euch so einen kleinen Einblick gegeben in die Spiräa Japonica Familie. Es gibt unglaublich verschiedene Blattfarben, wie hier die Magical Carpet, oder auch Blütenfarben in verschiedenen Höhen. Und ihr wirklich schöner, rundlicher, kompakter Wuchs ist natürlich auch dann Kübel geeignet. Also wenn jemand keinen Garten hat, muss auf keinen Fall auf die tolle Spiräa Japonica, egal welche Sorte, verzichten. Sie ist extrem frosthart, bis zu minus 35 Grad, somit auch im Kübel vollkommen frosthart. Wenn jemand eine Fläche bepflanzen möchte, um diese extrem lange Blütezeit auch zu genießen, der braucht ungefähr 8 Stück pro Quadratmeter. Wenn man jetzt die kleinen Little Princess oder Golden Princess nimmt, etwas mehr. Wenn man die Anthony Waterer, die von Natur aus etwas höher wird, bevorzugt, dann nimmt man etwas weniger, so ungefähr bei 6 Stück. Ich hoffe, dass ich so einen kleinen Einblick in diese absolut vielfältige Pflanze geben konnte, wie unglaublich vielfältig auch im Verwendungszweck sie ist. Wenn Fragen dazu auftreten, gern an die meistersprechstunde@pflanzmich.de. Über ein Like würde ich mich immer sehr freuen. Bis dahin eine schöne Gartenzeit.